In der letzten Episode. Wir sind jetzt relativ nah zu dem Durchgang sein. Leider läuft da unten ja auch gerne mal ein Bär. Fängst du jetzt schon wieder an zu schnauen? Unten ist der Eingang. Ja. Ich habe aber auch schon wieder ein bisschen was Bäriges gehört. So, die Wetteränderung geht ja relativ rasch. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen. Tja, mal schauen, wie sich das Wetter noch gibt. Ob das wieder ein Blizzard wird oder ob das jetzt einfach nur in Anführungsstrichen normaler Schneefall bleibt. Tja, Leben in Kanada. Na Junge, da sind wir schon wieder. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Juhu, wir haben ja richtig viel Fleisch hier. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 58. Ja, wir stecken mal wieder fest. Tja. Ist er vorbei? Ah, das ist ja der Hammer. Okay, wieder rein. Wir müssen natürlich das Holz da lassen, das ist ja klar. Ich glaube, wir haben es in den Spind gelegt, kann das sein? Dann war das nur ein kurzer. Nee, aber nicht. Ah ja, ist ja gut. Haben wir es alles runter geschafft. Verdammt. Jo, es ist mir egal. Ich schmeiße es einfach hier raus. Ich will gerade mal schauen. Und zwar in die Inventur. Nee, falsch. Spind am Eingang. Stehen da irgendwelche Rehfälle drin? Nee, stehen sie nicht. Rohtees habe ich die genannt. Das ist ein Teebeutel. Beutel. Halt. Ja, eins, genau. Teebeutel, so. Okay, warte mal. Kann man die vielleicht leer? Okay, schmeißen wir die mal hier rein. Ja, ich denke, das ist okay so. Und dann streiche ich das nämlich noch dazu. So, haben wir eigentlich hier, wieder was habe ich hier reingeschrieben? Schmiedehandschuhe, Thermostiefel, zwei Werkzeugsorgen. Ah ja, okay, gut. Echt, hier haben wir noch Revolvermunition. 25 und 5 Gewehr. Echt? Echt 5 Gewehr. Ja, aber das reicht eigentlich. Trink mal was. Okay, ich würde gern mal reinschreiben. Vielleicht dahinter. Undekoriert. Ja, dass wir das vielleicht irgendwann nochmal machen. Das mache ich jetzt nicht. Wir hatten das die letzten zwei Folgen und irgendwann ist nochmal gut, sag ich mal. Muss jetzt nicht permanent jede Folge beginnen. Erstmal heute sortieren und dekorieren wir dieses Haus. Das muss wieder her. Wir kennen das nicht anders. Es sind wieder so viele Geräusche hier, dass man nichts anderes hört. Okay, es scheint kein Elch da zu sein und da bin ich ein klein wenig dankbar. Sieht es eigentlich auch nicht danach aus, als es dürfte hier einer sein, sozusagen. Da kommen wir nämlich noch mal ein paar Birkenrinden mit. Wahrscheinlich haben wir jetzt die Stöcke dabei. Ja, dann nehme ich keine weiteren auf. Nehmen wir nur Birkenrinden. Ja, wir sind natürlich auch entsprechend schon matschig. Also das, wir werden wir werden am Lagerbüro heute übernachten. Das ist halt die Tageszeit. Ich meine, wir könnten zwar zu Jeremias Hütte Rinter, ich bin mir aber nicht so sicher, ob wir da wirklich was deponiert haben. Und im schlimmsten Falle würde ich mal einfach mit einem Nein rechnen. Wir haben übrigens den Bunker, glaube ich. Haben wir den Bunker hier schon gefunden? Ich dachte, nein.
Ja. Hier wird nicht gegähnt, hier wird gerähnt. Ja, wird es auch mal flach oder wie ist das hier? Es ist zum Glück gefühlt warm genug. Muss mal kurz zur Luft kommen lassen. 6 Grad, das ist ja easy. Der Wind hat gedreht. Oder hat komplett aufgehört? Ja. Gut, alles klar. Wir gehen jetzt mal den Weg der Madame. Oh, es klart auf, echt? Der ist haxenbruchärmer, sozusagen. Ja, ich glaube, da kommst du hier schon runter. Nee, das ist noch zu früh. Ja, es klart tatsächlich komplett auf. Also der Wind bringt nicht nur Nebel, der bringt sogar auch mal Sonnenschein. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, aber guckt euch die Berge mal an. Das gibt heute Nacht noch einen fetten Nebel. Ich glaube, hier ist es dann wieder flacher. Genau. Nee, ich bin zu weit gerannt. Wir müssen dahin. Es ist tatsächlich schon hier vorne. So, ich will gerade mal auf die Karte gucken. Hier waren wir ja schon einiges. Aber wir haben noch nicht alles kartiert. Das heißt, waren wir dann schon überall hier? Doch, wen interessiert's? Jetzt kein Bock hier eine Rätselsee-Rundreise zu machen. Das können wir irgendwann mal später nochmal machen, dass man das nochmal abcheckt. Ja komm, wir nehmen die Stöcke jetzt hier gerade noch mit. Kann man ja beim Lagerbüro zurücklassen. Wer weiß, wann man es braucht. Oh ja. Komm. Ich will es hören. Ich will es hören. Ja, die Bunker-Locations nochmal abgehen. Das wäre nochmal was. Auch das machen wir jetzt nicht. Wie ist denn das im Stumpflusstal? Gibt es hier sowieso nichts. In Milton gibt es auch keinen Bunker, aber ich weiß gar nicht, gab es nicht sogar die Möglichkeit, einen trostlosen Marschlandbunker zu finden? Ich muss mal die Karte von der Whiteberry dann bei Gelegenheit angucken. Jetzt nicht, weil wir wollen ja jetzt nicht ins trostlose Marschland. Milton ist das Ziel. Federn, Junge. Echt, du kannst 10 Stunden heute schlafen, echt? Weil wir so viel gelaufen sind. Na ja, guck mal. Wie idyllisch. Oh, ja. Fisch, Junge. War schon lange nicht mehr gehabt. Großer Fisch. Ah ja, Sprotten. Tja. Aber echt so wenig. Das ist gar nicht mal so viel. Krass. Also, was sagt der Wasserbestand? Der könnte besser sein. Hasenfalle. Echt, so viel Zeug haben wir hier. Wir haben ja gar nicht so viel Material hier liegen. Warum eigentlich nicht? Das ist ja schräg. Echt, weil wahrscheinlich wir nicht so viel abgegangen haben. Kann das sein? Das könnte sogar sein. Das ist ja mal interessant. Hier ist sogar noch Platz. Gut. Dann bleiben die gerade hier. Und hier haben wir, glaube ich, eh nichts gefunden. Von daher. Genau, die 7 Federn, die tun wir schon mal mit hier hinein. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal Pfeil und Bogen verwenden. Vielleicht, wenn wir dann keine Munition mehr haben. Sowas soll es ja geben.
Ja, dann sollte man vielleicht noch mal Wasser kochen. Das macht wahrscheinlich Sinn. Wir haben doch keine Kleidung aus Hasengeschichten. Wir schleppen eine Sportweste mit uns rum. Hä? Warum schleppen wir Kleidung mit uns rum? Wo habe ich die her? Aha. Wo habe ich die Kleidung her? Halt, Kleidung. Die und die Sportweste. Nee, ist eine Down-Weste. Die Sportweste ist gelb. Ja, hä? Wo sind die her? Das verstehe ich ja nicht. Okay, egal, ob wir das jetzt verstehen oder nicht. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Papier? Gar nicht. Na gut, weil wir es nicht brauchen. Stimmt. Kommen wir mit Lupe und... Also mit den Stöcken kommen wir auf 100%. Und solange es noch sonnig ist, ist das kein Problem. Also wo kommt der Wind her? Natürlich aus der Richtung, ist ja klar. Wo soll der sonst herkommen? Lupe bitte, bevor... Ja, 95% nur, oje, oje. Zu windig. Aber ich sitze doch im Windschatten. Na, dankeschön. Gut, dann halt nicht. Dann bieten wir halt keinen Windschatten. Ist ja auch völlig egal. Wir brauchen schon Windschatten. Ich nehme jetzt nicht den Feuerstahl. Wenn ich die Lupe nehmen könnte, Dreht der Wind gerade? Nee, dreht er nicht. Gut, dann dreh du nicht, Wind. Bleib einfach so, wie du bist. Das ist so wunderschön. Probieren wir das halt hier. Ja. Ja, das ist jetzt der heranpfeifende Nebel. Und nur ein Topf, einen haben wir ja dabei. Gut, wir machen aber kleine Litermaße. Weil der Wind ja natürlich auch drehen kann. So was gibt's ja. Ja, das ist aber auch das Ziel, Junge. Wir wollen ja auch schlafen irgendwann. Ja. Der Wind bleibt noch beständig. Wir sind noch nicht feintig genug, um umzufallen. Nee. Der Schnee kommt. Ja, ja, wir tun nur den Topf zurück. Ganz weit weg. Sehr schön. Nicht verbrennen, bitte. I'm not sure I can carry much more. Junge, wen interessiert's? Du stößt hier nicht auf groß viel Liebe. Naja, zumindest 5 Liter, das ist ja schon mal ein Wort. Ich habe ja mal ein Bild gesehen von einem, der hat diesen Bauernhof von Paradiesauen, das Haus innen drin, komplett mit Wasserflaschen vollgestellt. ja, trinken. Das waren wahrscheinlich ein paar hundert Liter Wasser. Gute Nacht, der Herr. Gut, Licht aus. Achso, der ging ja nicht, stimmt. So, der Morgen sieht gut aus. Von innen zumindest. Wasser. So, ich schaue nochmal, was wir eventuell da lassen könnten. Kleidung hatten wir ja schon. Tja, eigentlich ja nix. Das echt, die halten auf der Höhe. Das ist ja cool. Ja, die Hasenfallen-Geschichte, die mache ich jetzt aber nicht. Das ist nicht notwendig. Ey, war noch alles Wasser, das ist ja gut zu wissen. Gut. Schönes Wetter, wir gehen los. Ich würde gerne am heutigen Tag mal so langsam Richtung Milton kommen. Und nicht immer behindert werden wegen XYZ oder auch B. Ja, genau. Weh. Tja, Wind. Du dachtest wahrscheinlich, wir würden jetzt angeln gehen, weil wir nicht mehr so viel Essen haben. Tja. Falsche Richtung. Das ist aber recht frisch. Aber minus 8 Grad im Wind, echt?
Das ist schon krass. Wenn ich überlege bei der Madame, wenn du da früh vor die Tür trittst, da hast du minus 40 Gefühl. Gut, da haben wir nicht so gute Kleidung. Aber da ist das Wetter halt auch krasser. Oh, da kannst du schnaufen, Junge. Und jetzt noch mehr. Gut. Ich glaube, den Bunker haben wir ja tatsächlich noch nicht gefunden. Ach ja, das Stumpflusstal, das wird noch interessant. Und ich sag's mal so, das gehen wir an wie in Staffel 3 geplant. Ja. Ich wollte ja echt mit Depots und so arbeiten, aber irgendwie sind wir da nicht dazu gekommen. Und schuld an allem war nur meine Verplantheit und eine Stufe, über die er nicht hinwegsteigen wollte. Naja, also. Gut. Er hatte da auch nichts gesagt, soweit ich mich erinnere. Ich meine, gut, das ist jetzt eh schon wieder 58 Folgen her. Eieiei, das sind 4 Monate im Prinzip. Im Interlope haben wir ja vor kurzem unser Einjähriges geschafft. Mit 7 Leben allerdings. Das heißt, wir spielen eine Katze. Also wenn das Interloperleben dann mal drauf geht. Naja. Wenn das Interloperleben dann mal drauf geht, dann überlege ich mir was anderes, was wir da machen. Dann werde ich nicht nochmal den Interloper starten. Hallo Bär. Ja, ich habe jetzt auch blödsinnigerweise nicht auf das Hang-Icon geachtet. Ich so im Labermodus war gerade. Ja, mal gucken. Es gibt ja noch diese Mod Relentless Night. Da muss ich zwar immer deinstallieren und installieren, aber das würde ich, glaube ich, hinkriegen. Das würde ich mir zutrauen. Schleicher. Ich darf den Schleicher halt nicht starten, wenn halt gerade die Mod installiert ist, weil ich glaube, das tut dem Spielstand nicht gut. Der Elch ist nicht da. Aber es sieht auch... Nee, irgendwie sehen die Bäume hier in der Map generell nicht so aus, dass hier der Elch sein kann. Es könnte sein, dass... Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie das genau hier bei in dem Leben war. Wir sind sowieso in der Küstenstraße, glaube ich, gestartet. Oder? Sind wir in der Küstenstraße gestartet? Ja, Tatsache. Genau. Es gibt ja noch einen Punkt... bei... Ja, wir können so leider nicht absteigen. Oh ja, hier haben wir Futter. Da haben wir doch Futter hier. Ein Bär! Na dann. Wenn das so ist. Gut, was sagt das Gewicht? Das Gewicht ist okay. Es gibt noch einen unterhalb vom kaputten Turm, eine Stelle, wo der Elch sein kann. Ansonsten hätten wir hier in dieser Region keine. Es gibt hier diese, ich glaube, das sind die einzigen, das sind in Anführungsstrichen die einzigen 3. In Milton gibt es ja eh nur eine Stelle, im Talkessel. Und hier hatten wir ja unseren Beutel, deswegen waren wir natürlich auch so lange im Wolfsberg. Den Beutel ja im Wolfsberg erst gebastelt. Lustigerweise. Ja, es ist finster. Ach echt, wir waren noch nie hier drin. Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Oh, da brauche ich ja nicht auf den Boden schauen.
So, ein Stück Holz. Das wiegt ein Dreiviertelkilo, oder? Nee, ein halbes, okay. Tanne war das mit einem Dreiviertelkilo. Ja, weil ich würde halt gerne ein paar Kohlen mitnehmen. Jede wiegt 300 Gramm. Das heißt, wir haben noch 2,1 Kilo. 7 können wir noch aufnehmen. Ah, Junge. Gott sei Dank. Ja, diese Höhle war ja in lustiger Weise eine ganze Weile lang sehr, sehr hell. Sie haben sie dann irgendwann, Gott sei Dank, mal auch abgedunkelt. Das war halt wegen dem Story-Modus. Da war die sehr, sehr hell. Da konntest du wirklich ohne Lampe durchgehen. Ach, guck mal. Ja, wir werden das auch lernen, Junge. Das ist klar. Diese Limo. Nochmal ein halbes Kilo, verdammt. Ne, brauche ich nicht. Nochmal ein halbes Kilo. So langsam wird das mit den Kohlen kritisch. Wie viel Gramm haben wir noch? Je, oh je. Eine können wir noch mitnehmen. Wir können auch nicht mehr viel trinken. Ja gut, zur Not kann man ja ein paar Stücke da lassen. Also ich meine, es gibt ja wirklich Schlimmeres. Aber zumindest mal die Kohlen rausholen. Also nicht aus dem Feuer, sondern aus der Höhle. Und wir werden ja auch leichter, indem wir durch die Höhle laufen. Dank des Ölverbrauchs. Okay, ich gehe hier trotzdem nochmal mit durch. Wir werden aber gleich mal 2 Stunden pennen. Ja, sinnvoller wäre es gewesen, die H-Taste zu drücken, aber naja. So, halt, das machen wir so. Bitte den Papierschlafsack. 2 Stunden. Gut. Die Schmerzen haben wir noch. Aber wen interessiert's? Solange es mir nicht wehtut. Komm. Milton Region. Gebirgsstadt, nicht Milton. Gut, alles klar. Da beginnt es zu schneien. Können wir dann noch einmal zeichnen und dann haben wir einen Blizzard. Gut, die Rohrkolben lasse ich natürlich jetzt alle hier, das ist ja klar. Können sie eh nicht tragen. Durch die lauten Wasserfälle durch. Ja, ich glaube, sie haben sie nicht mal so ansatzweise so laut gemacht, wie sie in echt sind, aber es ist trotzdem ziemlich ohrenbetäubend. Das Gebüsch ist halt. Da ruckelt das Spiel. Kommt wahrscheinlich gleich der Blizzard. Tja. Vor dem, vor der Änderung mit diesem Verstauchsystem könntest du hier irgendwo den Hang runterkraucheln. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, weil da ist ja eher Geschwindigkeit getriggert. Oder Zeit getriggert, nicht Geschwindigkeit. Gut, dann nehmen wir das Seil. Ich höre auch noch nichts Wolfiges, aber das hat hier leider nichts zu sagen. So. Da ist aber einer, da unten. Tja, ist halt Pech. Ja, ich habe den Kletterpunkt nicht gezeichnet. Fiel mir ein, als ich auf halber Höhe war. Ich habe aber keinen Bock gehabt, nochmal umzudrehen. Die Federn. Ja, wir werden wieder schwerer. Aber wie schon gesagt, kann ja ein paar Sachen zur Not hier lassen. Ah ja, geil. Wir waren hier schon. Da habe ich Doppelklick gemacht. Wahrscheinlich. Ah ja, also, willst du in die Höhle rein?
So, wie ist denn das hier? Schlafsack, okay. Ja, weißt du, was ich mache? Ich schmeiß die Hölzer hier mit raus. Das reicht gerade so. Na gut, Stöcke kann man ja auch noch da lassen. Zeichnen bitte. Geheilt Schmerzen. Gut, zwei Höhlen. Leider nicht. Tja. Das ist immer wieder schwer. Die Kohlen, die nehmen wir auch mal auf. Können die wieder neu spawnen. Ich schmeiß mal gerade in den Rucksack. Oder schmeiß mal die Stöcke in den Rucksack. Die Kohlen würden genau passen. Warte, wir machen es mal so. 20 Stöcke. Und dann reicht das schon. Okay. Na gut. Sonst hätte ich jetzt noch ein bisschen Kohlen da gelassen. Das wird ein Blizzard. Wie gesagt, nochmal zeichnen und es wird ein Blizzard. Ja, juhu. Ja, das mit der schnellen Wetteränderung, das hatten wir auch schon mal. Gut. Dann kommen wir halt nur bis zur Tanke. Ich bleib natürlich jetzt nicht hier unten, das ist ja klar. Weil man könnte den Wolf jagen, aber naja. Ah, jetzt hat der Wind noch schnell gedreht, ah ja. Ist natürlich schon sehr hilfreich. Ja, aber das schafft man. Easy, Junge. Weißt du, was das Tolle ist? Wenn wir unterkühlt sind, machen wir uns nackig. Ja, die schöne Kleidung. So. Okay, das ist der da hinten. Wenn Wölfe klettern könnten, würde man übrigens das Seil hier abnehmen. Picknickplatz, ja, den kann man leider nicht zeichnen. Aber ich sag mal so, hier ist eh nichts, um uns aufzuhalten und wir kommen ja nicht mal rein. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein, wärmen uns mal ein bisschen auf. Drin ist wohl auch eine Leiche. Pause. So, das schmeißt man gerade in den Wind. Kann man auch nicht zeichnen. Mal Streichhölzer, sehr schön. Ja, leider kann er es nicht greifen. Aber das macht nichts. Meine Lieblingswaffe. Aber jetzt heb doch mal deine Füße. Ich habe noch keinen so Laufunwilligen gesehen wie dich. 0%. Da wollen wir Gott sei Dank ja essen. Die wollen wir brauchen. Die eher nicht. Something's gotta go. Wobei. Er hat halt bereit schon alles daneben gestellt, gesagt, hier. Mit mir wird sowieso nichts mehr. Nimm du's. Schlappatmiger. Fremder. So. Wir könnten ja mal eine halbe Stunde Buch lernen. Gut. Hätte mal das. Ich werde es vielleicht hier auch so machen, dass wir hier zwei Lager machen wegen der Wolfsituation. Dass wir vielleicht eins in der Tanke machen und eins bei der Grauen Mutter oder machen wir lieber den Bauernhof und lassen sozusagen die Graue Mutter komplett außen vor als Lager. Ist halt wegen der Wölfe immer ein Problem, ja. Ich weiß nicht, wieso ich das sage. Jetzt hoffe ich, dass hier keine Wölfe unterwegs sind. Aber das weiß man nicht.
Oh, hier geht die Temperatur rauf. Could end up being useful. Ayo. Weiß schon genau, was passiert. Der Herr wird wieder das neue Brecheis nehmen für die Tanker. So, irgendwas drauf, was Interessantes, was Leckeres. Nö. Ja, mit der Madame haben wir hier schon die Erspähung gemacht, sozusagen. War ja relativ easy voll. Die Orca-Tankstelle. Ja. Stockmarkiererei, die haben wir natürlich im Wolfsberg nicht mehr gemacht, weil, ja, weiß nicht, wie es kommt. So. Achso. Warte mal, leg das erstmal ab. Ja. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und nehmen das Brecheisen wieder auf. So. Gemischtwarenladen tauchte ganz kurz auf vorhin. Ist doch gekommen, Handy. Ja, ihm nicht viel Chance gelassen. Gut. Okay, dann suchen wir hier mal die Spinde, dann können wir die als Lagerraum nutzen. Ja. This will come in handy. Total. Oh, cool. Oh ja, Schnauf. Oh. So, was haben wir denn eigentlich gefunden? Leider nicht. Leider nicht. Gott sei Dank nicht. Irgendwas doch noch, oder? Oh, die ist besser, die wir gefunden haben. Das ist ja der Hammer. Hervorragend. Echt gutes, oh, 30% Beil haben wir gefunden. Genau, die Knarre kann rein. Das kann rein, das kann rein. Ich schmeiße jetzt erstmal alles raus, was wir nicht mehr brauchen. Zum Beispiel auch das. Achso, wir haben ja hier, stimmt. Ach, guck mal. Hope nobody needs this anymore. Nochmal 10 mehr. Dann machen wir noch einen Spind extra fürs Holz, ja. Also für die Kohle und die Stöcke. Das Holz liegt ja hier. Warte mal, wir schmeißen das mal auch dazu. Nur, dass wir das da zusammen haben. Da haben wir jetzt aber genügend Streichhölzer. Das ist gar kein Problem. Schmerztabletten haben wir noch gefunden. Zeitung, okay. Gut. Hope I can still eat this. Easy, Junge. Wir können alles essen. Du könntest sogar Papier essen. 20%. Ja, dank Kochlevel 5. Die müssen wir mit der Madame noch hinbekommen, aber das ist nicht so einfach. Nicht alles, was man sich vorgenommen hat, klappt ja auch. In dem Spiel schon gar nicht. Yes. Nee, das machen wir vielleicht später noch. Die Aufräumaktion. Halber Liter frisches Wasser. Da drin. Noch eine Laterne. That'll come in handy. Haben schon Angst gehabt, dass es dunkel wird. Na gut, ist halt Kanada. Da ist es halt schon ein bisschen dunkler. Also speziell im Winter. 0%. 0%. Oh, 56. Gut, das nochmal Streichhölzer. Use this. Muss man das immer ausverschauen. Oh geil, noch ein Energietrink. Ich nenne die Energietrinks. Die bringen uns Energie. Ja. Ich denke... mehr zu essen gibt es hier nicht. Das reicht ja auch völlig aus. Dann machen wir nochmal die Auslegerunde. Wir brauchen wir nicht. So. Dann haben wir nochmal Schmerztabletten gefunden. Den Energietrink, der auch schon wieder halb und verrotten ist. Irgendein Kleidungsstück noch. Essen, aha. In Anführungsstrichen. Gut.
noch eine Laterne. Jetzt haben wir wirklich genug Revolver-Munition, alter Schwede. Wow. So, mach mal Licht an, genau. Wir werden ja heute hier bleiben. Und das auch müssen. Dann lern das Buch mal fertig. Sehr schön. Hätte man das auch. Ja, renn damit. Ist weg, ist es weg. Sind wir jetzt eigentlich aufgestiegen? Ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal gucken. Ja. Da schnauft er. Ah, tatsächlich Level 3. Wir sind jetzt ein fortgeschrittener Revolverheld. Da. Kampfeffizienz um 10% erhöht. Ja, du kannst dich ja damit verteidigen. Du bist inzwischen geschickt mit dem Revolver. Deine ruhige Hand findet ihr Ziel zuverlässig und du weißt, wie man ihn gut im Schuss hält. Rückschlagkompensierung um 35% erhöht. 3 Zustand pro Reparaturaktion. Das ist ja interessant. Okay. Da hätte man das geschafft. Jetzt überlege ich gerade. Ich wollte noch den Revolver nachladen. Genau, nimm dir den mal und lade ihn mal nach. Damit wir da mal vollständig sind. Gut, alles klar. Und, ja. Jetzt essen wir noch ein bisschen volles Zeug, weil das so lecker ist. Ja. Ja. Da ist sogar noch was übrig. Tja, was wir in der nächsten Folge machen, ist im Prinzip klar. Ich sag mal so, dasselbe, was die Madame gemacht hat. Ja, wir gehen durch die Stadt und so weiter. Wir bleiben aber erst nochmal oben. Ich bin am Überlegen, ob man nicht sogar schon die Inventur hier drinnen macht. Weil es könnte sein, dass wir hier nicht mehr zurückkommen. Wir müssen auch noch ein paar Sachen kartieren. Die wir jetzt nicht kartieren konnten. Ich werde natürlich jetzt nicht nochmal zu dem Abstieg gehen. Aus dem Rätselseegebiet her. Aber dass wir zumindest von der Seite sauber sind. Und dann kartieren wir uns mal durchs Städtchen durch. Hoffentlich erfolgreicher als in der vorherigen Staffel. Weil wäre ja schade, wenn die auch nur 60 Folgen lang ist. Die andere war, glaube ich, knapp doppelt so lang oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Sehr schön, ja. Da haben wir, sind wir noch tatsächlich heute durchgekommen. Ja, dann bleiben wir jetzt ein bisschen im Milden und danach geht's ins Stumpflusstal. Irgendwann in Zukunft. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.